des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und in diese Seelen das Feuer deiner Liebe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Wir müssen wissen, dass der Kult oder die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens selbstverständlich nicht mit Fatima erst beginnt. Fatima ist ein Höhepunkt, vielleicht der Höhepunkt eben der Verehrung und der Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens, weil in Fatima die Mutter Gottes ihr Herz zum ersten Mal der Welt zeigt. Aber über ihr Herz haben bereits viele vorher gesprochen und viele Heiligen sich damit abgegeben. Einer der größten Heiligen, die ganz besondere Verdienste haben, das Herz Mariens in das Zentrum zu stellen und Verbindung zu setzen mit dem heiligsten Herzen Jesu, war der heilige Franz von Sales. Diese Herz Jesu und Herz Maria Verehrung geht immer in eins. Es ist sogar so, dass derjenige, der zum ersten Mal ein Offizium, also ein Messtext, ein Messformular zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu eben geschrieben hat, bevor er das geschrieben hat, hat er eins geschrieben zu Ehren des, er sagt nicht unbefleckten, aber zu Ehren des heiligen Herzens Mariens. Ja, des heiligen Herzens Mariens. Oder des wunderbaren Herzens Mariens. Cœur admirable. Das ist der heilige Johannes Oede. Und dieser große Heilige hat vielleicht die größten Verdienste, um das Geheimnis des unbefleckten Herzens Mariens in sich selber der Welt darzustellen. Er wird auch von den Päpsten immer wieder genannt als der Vorreiter und der Apostel der Herzen Jesu und Mariens. Und aus diesem Grunde, wenn wir tiefer in das Geheimnis und die Spiritualität des Herzens Jesu und des Herzens Mariens eindringen wollen, beider, kommen wir an diesem heiligen Jean Oede nicht vorbei. Und sein großes, herrliches Buch, das wunderbare Herz Mariens, ist eine Anwendung vieler Texte der Heiligen Schrift und besonders des Alten Testamentes auf Maria, in denen er eben das Geheimnis ihres Herzens erleuchtet. Und darüber möchten wir jetzt noch ein wenig sprechen. Wir sind dabei, eben das Geheimnis des unbefleckten Herzens Mariens, dieses Wunderwerkes Gottes, dieses Meisterwerkes in Gottes Hand näher zu beleuchten. Wir haben sie am Anfang der Exerzitien eben gesehen in ihrem eigensten Wesen, in ihrer tiefsten Personalität, in dem, was im Menschen am wertvollsten ist. Und dann haben wir es gesehen in ihrer Funktion, das Herz Marie, das eben dieses schlagende, liebende Mutterherz ist, dieser Mittlerin aller Gnaden, das ist alles ausgedrückt, diese großen Wirklichkeiten dessen, was Gott von Maria will, dass sie teilnimmt an der Mission der Erlösung des Sohnes, an der Mission der Heiligung des Heiligen Geistes, ganz tief vereint insofern mit dem Heiligen Geist als dessen Braut und mit dem Herrn, mit Jesus Christus, als die neue Eva mit dem neuen Adam, ist auch eine mütterlich-bräutliche Vereinigung mit dem Heiland. Und insofern eben wir sehen, dass Maria eingebettet wird in Herz und gleichsam die Kopie oder die Sichtbarkeit der ganzen Liebe Gottes auf Erden wird. Das haben wir jetzt gesehen durch die Analyse dieser herrlichen Vision von Tui. Und nun gehen wir noch einen Schritt weiter und möchten versuchen, mit dem heiligen Jean Oede, und das will ich Ihnen einfach vorlesen, dieser wunderbare Text, um ein bisschen seine Betrachtung über das Herz Mariens uns zur Betrachtung zu geben. Er sagt, das unbefleckte Herz Marie ist die Quelle und das Prinzip aller ihrer Privilegien, Herrlichkeiten, Prärogativen und Qualitäten, welche sie über alle Geschöpfe erheben. Dieses Herz ist auch die Quelle aller Gnaden, welche diese Qualitäten begleiten, aber auch die Quelle aller Tugenden, welche sie praktiziert hat. Warum ist ihr Herz die Quelle von all diesem? Weil es die Demut und die Reinheit und die Liebe dieses Herzens waren, welches sie würdig machte, Mutter Gottes zu werden und folglich alle anderen Gaben und Prärogativen zu erhalten, welche eine so hohe Würde begleiten. Wir müssen der Jungfrau Maria also nicht nur einige ihrer Geheimnisse und ihrer Taten ehren
und so Stück für Stück eben sie betrachten in ihren Geheimnissen. Zum Beispiel ihre Geburt, dann haben wir das Fest Maria Geburt, ihre Darstellung im Tempel, ihre Heimsuchung, dann die Geburt Jesu und die verschiedensten anderen Etappen des Lebens der Mutter Gottes. Nicht nur gewisse Eigenschaften, die sie hat, gewisse Eigenschaften wie zum Beispiel ihre Gottesmutter, dass sie Tochter des Vaters, Braut des Heiligen Geistes, Tempel der allerheiligsten Dreifaltigkeit ist. Wir müssen zunächst, sagt er, und vor allem in ihr die Quelle und den Ursprung ihrer Heiligkeit und der Würde, aller ihrer Geheimnisse, aller ihrer Taten und Qualitäten ihrer Person ehren. Und das ist ihre Liebe. Denn gemäß den heiligen Lehrern ist die Liebe das Mittel des Verdienstes und das Prinzip aller Heiligkeit. Insofern können wir Maria auf zwei Weisen kennenlernen. Entweder wir gehen aus von einem ihrer Geheimnisse und das tun wir während dem Kirchenjahr. Heute, sagen wir, am 31. Mai betrachten wir das Geheimnis der Königsherrschaft Mariens, Maria Königin. Und dann gehen wir ein bisschen weiter. Am 2. Juli ist Maria Heimsuchung. Das ist ein anderes Geheimnis, eben das zweite freudenreiche Geheimnis. Dann sehen wir eben im weiteren Sinn Maria, die Skapulier am 16. Juli. Dann gehen wir bis zum 15. August, sehen wir die große Aspekt Mariens, als die in den Himmel aufgenommen. Und dann wieder bis zur unbefleckten Empfängnis. Und so können wir durch alle Marienfeste gehen, aber auch durch die Qualitäten und Tugenden. Wir können einmal die Demut Mariens betrachten, dann wieder die Geduld Mariens, dann wieder die Einfalt Mariens, die Einfachheit, dann die Armut Mariens. Dann wieder das Verhältnis Mariens zu den anderen, zum Heiland, zum heiligen Josef, zu den Menschen. Dann wird sie eben die Königin der Märtyrer, die Königin der Bekenner, die Königin der Jungfrauen, die Königin aller Heiligen, die Königin des Weltalles und so weiter. Sehen Sie. Und deshalb, wenn wir jetzt alle diese verschiedensten, ganz verschiedensten Wege zu Maria, sie zu betrachten, einer nach dem anderen gegangen sind, kommen wir alle zum gleichen Zentrum. Entweder wir gehen von den Strahlen aus und gehen dann ins Zentrum der Sonne, oder wir gehen vom Zentrum der Sonne aus und ziehen aus dem Zentrum eben alle Strahlen. So ist es ganz einfach zu sehen, wenn wir hier die Strahlen haben, das sind verschiedene Eigenschaften, Qualitäten, Tugenden und alles, was Maria gibt. Und das alles findet zusammen in einem Quell und das ist ihr Herz. Das sind alle ihre Eigenschaften, ihre Herrlichkeiten Mariens, wie der heilige Alfons von Liguori sagt, die Herrlichkeiten Mariens, die sich in einem einzigen Zentrum finden, alle zusammengenommen, und das ist ihr Herz. Das wollte ich Ihnen jetzt sagen, um hier noch einmal zu bestätigen, was wir immer wieder sagen, das Herz in Maria ist alles. Im Herzen Mariens, in diesem symbolischen Herzen, das wir so lieben, finden wir gleichsam ihre ganze Intelligenz, wie wir gesehen haben, ihre Weisheit, wir finden ihre ganze Liebe, wir finden die ganze Kraft ihres Willens, ihrer Hingabe, das ganze Schlagen ihres Herzens, sogar die sensiblen, wie soll ich sagen, Ausdrücke ihrer Mütterlichkeit, ihr uns an sich ziehen, alles das uns an ihr Herz ziehen, alles das ist da drin. Es ist also wichtig eben, dass Maria möchte, dass wir eben ihr Herz in unserem empfangen. Jetzt gehen wir diesen Schritt weiter von der Vision von vorher. Wir halten fest, dass sie ihr Herz in den Händen hält und nun dieses Herz uns schenkt. Dieses Herz uns schenkt, sodass wir natürlich alles im symbolischen, mystischen Sinn dieses Herz in uns hineinnehmen. Unser Herz ihrem angleichen. Was heißt es? Es ist, entweder gehen wir in das Herz Mariens hinein oder wir laden sie ein, in uns hineinzukommen, sodass sie praktisch das Kostbare unseres eigenen Herzens wird. Das heißt mit anderen Worten eigentlich nur eins, dass wir diese ganze Herrlichkeit Mariens, die wir jetzt eben beschrieben haben, in uns aufnehmen können. Und da diese ganze Herrlichkeit Mariens mit einem einzigen Wort zusammengefasst werden kann, und dieses Wort ist Liebe, in diesem Augenblick kommt diese ganze Liebe Gottes, die der Heilige Geist ist, die ihr ganz in ihr Herz senkt. Wenn dieses Herz in mein Herz gesenkt wird oder meines in ihres, kommt die ganze Liebe Gottes in mein Herz. Und in diesem Augenblick beginne ich zu leben, wie Gott es will. Denn die Liebe, wissen Sie ja, das ist ja das Einzige, was wir tun müssen.
Denken Sie daran, was die Heiligen immer sagten, besonders die heilige Theresia vom Kinde Jesu: Am Abend unseres Lebens werden wir über die Liebe gerichtet werden. Das, was wir tun in unserem Leben, fasst sich zusammen mit einem einzigen kurzen Wort: Liebe Gott und liebe den Nächsten. Das ist alles. Das ist das einzige, das größte Gebot, in dem alles andere enthalten ist. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir tun, was wir haben, was wir denken, unser Denken, unser Sprechen, unser Tun muss Liebe sein. Deshalb lehrt uns das Herz Mariens immer wieder dasselbe. Es lehrt uns das Herz Mariens, weil dieses Herz Mariens während dem stillen Leben Jesu Christi gar nichts Besonderes getan hat. Dieses Herz Mariens äußerlich war das Herz einer Hausfrau, einer ganz armen Familie. Und dieses Herz hat geschlagen in solcher unsagbarer Liebe, dass jedes Wort, jede kleine Geste, jedes Fingerrühren der Mutter Gottes Gott mehr wohlgefällig ist als alle Liebe und als alle Hingabe aller Engel und Heiligen zusammengenommen. So lehrt es die Kirche. Und das heißt, dass wir, wenn wir jetzt das Herz Mariens in unseres aufnehmen und eben so die richtige Andacht ans Herz Mariens pflegen, dann beginnt diese innere Umwandlung. Denken wir, ich habe es Ihnen schon mehrmals gesagt, nicht was wir tun und vollbringen und vollbracht haben, sondern wie wir es getan haben, mit wie viel Liebe wird den Wert unseres Lebens ausmachen. Wenn also unsere moralischen Akte, unsere Akte des Glaubens, der Hoffnung, der Geduld oder der Nächstenliebe, der Hingabe in den Nächsten, um es so zu sagen, wenn das alles eben ohne die übernatürliche Liebe gemacht wird, ist, zum Beispiel den Nächsten lieben nur, weil ich dadurch meine Ruhe habe oder weil ich ihm gut will, weil es ein Freund ist, aber rein menschlich nur, wenn die übernatürliche fehlt, dann sagt der heilige Paulus, dann ist es alles nur klingende Schelle und schepperndes Blech, weil das alles nicht in der Liebe getan ist. Sehen Sie, diese Liebe aber kommt nur von Gott und sie wird uns von Gott geschenkt durch die Immaculata. Diese Liebe wird in unser Herz gelegt durch die Immaculata. Sie kommt vom Heiligen Geist. Wir haben es gerade gesagt, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Aber wir wissen, dass diese Liebe entzündet wird im Maße, wir uns identifizieren, angleichen ans Herz Mariens, in dem diese ganze Liebe der Gottheit völlig wohnt. Das ist ganz wichtig. Und aus diesem Grunde heißt es ja, dass wir, wie gesagt, im Alltagsleben die ganz banalsten Dinge zum höchsten Wert reifen werden können, indem wir da hinein etwas von dieser Liebe setzen. Wenn wir also aufstehen am Morgen aus Liebe, wenn wir unser Bett machen aus Liebe, wenn wir das erste Grußwort sagen an den Menschen, den wir begegnen, und wir sagen es übernatürlicher Liebe, das heißt für sein Gut, um ihn für sein Wohlwollen, dann ist es alles sofort hochgetragen. Wenn wir eine Stecknadel aufheben aus Liebe, wie es der Heilige, das ist wortwörtlich der Heilige Johannes vom Kreuz, dann tun wir in diesem Augenblick mehr als 1000 Predigen von 1000 super Predigern, die diese Predigen ohne diese göttliche Liebe machen. Verstehen Sie? Wir können uns nicht vorstellen, was für Gott noch die geringste Tat aus Liebe getan bedeutet. Und aus diesem Grunde werden die kleinsten, unscheinbarsten Dinge unsagbar groß. Aber aus diesem Grund müssen wir uns auch fragen, ja, wie tue ich auch mein Leben jetzt ausrichten? Was mache ich mit meinem Leben? Denn mein Leben ist ja eigentlich voll von dauernden Banalitäten. Wir tun ja nicht alles große Dinge. Wir tun ja nicht jedes Mal durchs Feuer gehen. Wir tun ja nicht schließlich jeden Tag irgendwelche heroischen Taten bringen. Wir stehen am Morgen auf, wir gehen am Abend ins Bett, wir gehen 5-mal aufs Klo und weiß ich was alles und waschen uns und laufen in der Gegend rum und kaufen ein und essen und bereiten es vor und waschen das Geschirr und weiß ich was alles. Das sind alles so banale Dinge. Und diese banalen Dinge füllen wir mit nichts. Mit Eitelkeit, mit dummen Gedanken, mit Zorn, mit Aufregung, der will ich nicht und so, wir gucken rechts und links. Und aus diesem Grund sehen wir, dass unser Alltagsleben in der Regel vergeudet ist. Zu großem Teil einfach nutzlos vergeudet.
Wir verlieren und verschwenden unsere Zeit mit nichts. Natürlich haben wir dann nicht vielleicht diese Anklage, dass wir irgendwie etwas Schlechtes getan haben, dass wir diese Zeit damit benutzt haben, dem Heiland ins Gesicht zu schlagen und der Mutter Gottes einen Dorn ins Herz zu stechen. Aber leider, das tun wir auch noch oft genug. Aber im Grunde genommen ist doch relativ beschämend, wenn wir 86.400 Sekunden im Tag haben, sodass wir ungefähr 80.000 völlig verschwenden für nichts. Dass wir dann nichts tun, nichts denken, nichts Gescheites denken. Und besonders diese Dinge einfach aus Automatismus tun, wie die Kuh eben ihr Gras frisst und dann mit deinen großen Augen dir anguckt. Das ist alles nicht. Das ist der Käse, so sind wir nicht. Das hat ja keinen Sinn. Ja. Das Leben, sagt der heilige Maximilian Kolbe, hat so viel Wert, als Akte der Gottesliebe und der Nächstenliebe zu erfüllen. Nun sind aber unsere Liebeserweise voller Unvollkommenheiten. Verstehen Sie? Unsere Liebeserweise sind so unvollkommen, da ist immer versteckt irgendein Egoismus drin, eine Eigensucht, ein Gedanken an sich selbst. Verstehen Sie? Und nun sehen wir, was wirklich die Bedeutung des unbefleckten Herzens ist und die ganze Andacht ans unbefleckte Herz Mariens konkret meint. Diese Andacht ans unbefleckte Herz Mariens besteht darin, wie ich immer gesagt habe, dass ich Maria in mein Leben hineinnehme. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen das tun, hin und wieder, durch eine Konsekration, durch eine Weihe. Das ist, wie ich schon oft gesagt habe, der feste Willensakt, ein neues Leben mit Maria zu beginnen. Das Lebensgesetz, das von nun an für mich gilt, ist kein Schritt ohne Maria, sondern alles mit ihr. Alles ununterbrochen mit ihr, alles durch sie, das heißt durch ihre Vermittlung, alles in ihr und für sie. So, dass ich dann mit Sicherheit wirklich ihr Kind bin, denn ein Kind, ein liebendes Kind, tut auch alles mit der Mutter, in der Mutter, durch die Mutter und für die Mutter, für die Eltern. Es ist ganz wichtig, das so zu sehen. Und das ist ja die vollkommene Hingabe, eben nach Grignon de Montfort. Das ist nichts anderes. Nun wissen wir aber, dass eben dieser feste Wille, das ist gleich ein Gesetz, das ist vielleicht gleich wie dieses Fundament, wo wir gesprochen haben davon, nicht? Dieses Fundament ist da, wir haben den Weihewag zum Beispiel abgelegt und sind zusätzlich noch Ritter der Immaculata geworden, so ist es alles gemacht. Und trotzdem, wann bist du Gottes Kind? Wann bist du Mariens Kind? Wann bist du Maria hingegeben? Tagsüber, da fehlt es noch viel. Und nun kommt die Mutter Gottes wieder in dein Leben und sagt, komm, lass mein Herz in deinem schlagen. Und dieses Schlagen des Herzens, das ist das, was wir lernen müssen, des Herzens Mariens. Sie möchte uns jetzt eben anregen, mit ihr das ganze Leben durchzugehen. Und dann, je mehr wir mit ihr verbunden sind, in dem Augenblick, wo ich sage, Maria, Maria hilf, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen, rettet diese Seele, rettet diesen verrückten Menschen, rette meinen elenden Bär, meinen Ehemann, der da um mich herum krächzt und macht, nicht? So ungefähr. Das muss man sagen. Statt dass man sich aufregt auf seinen Ehegatten, ist es viel besser für ihn zu beten, Jesus, Maria oder für irgendeinen, wenn sie sich wirklich über den Putin aufregen und sagen, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Putin. Ist doch kein Problem. Auch für den armen Mann muss man ja auch beten, nicht? Und für die alle anderen armen Leute auch. Statt dass man sich aufregt. Und das ist wichtig, dass man das sieht. Also, unser alltägliches Leben. Ich habe das schon angesprochen, als wir über das Herz Maria gesprochen haben. Die Unbefleckte, das heißt die Immaculata, sie ist die Mittlerin aller Gnaden und möchte nun nicht nur dir hin und wieder mal, sondern in jedem Augenblick. Das ist wie ein Fluss. Und dieser Fluss, der hört nie auf. Ununterbrochen, für jeden Augenblick, für jedes deiner Worte, für jeden deiner Gedanken, für jedes deiner Taten, ist eine Gnade bereitgestellt von Gott. Nun sagt die Lehre der Kirche, dass wir leider diese ganzen Gnadenangebote dauernd ausschlagen. Wir sind gleichsam Leute, die jetzt gleichsam behangen werden von kleinen, ganz sanften solchen Fäden, solchen Silberfäden, die sie oft im Wald sehen, nicht wahr? Und Gott beleidigt uns mit diesen Silberfäden, nicht? Das sind so Anregungen, der Gnade zu folgen. Und wir sind die, wie wir im Wald sind, wenn wir so einen Silberfaden, wenn wir durch so ein Spinnennetz gegangen sind, dann haben wir nichts anderes zu tun. Und schon wieder. So ist es so die ganze Zeit. Das sind die
stillen, sanften Anregungen Gottes, den er uns gibt, und dann sind wir sehr schnell dabei, die wegzuwerfen. Oder wir sehen gar nicht, dass es etwas ist, was von Gott kommt. Das sind die ganz, ganz feinen, feinen Inspirationen, Einsprechungen des Heiligen Geistes. Irgendwo ein Gedanke, Mensch, jetzt könntest du was Gutes tun, hier könntest du helfen, jetzt sollst du ein Stoßgebet machen, mach jetzt die Augen zu, guck da nicht hin. Natürlich guckt man natürlich erst recht. Ja? Und das meine ich mit diesen Gnaden da wegzutun. Wir denken überhaupt nicht dran, nicht? Verstehen Sie? Da komme ich ins Flugzeug, das geht mir ja auch so, komme ich in das Flugzeug, das ist mir jetzt am letzten Sonntag am Abend um 11 passiert. Am Abend 11 fliege ich von Goa nach Bombay und dann kommt und sitzt sich doch tatsächlich neben mir irgendeine Persönlichkeit, die also wirklich, also eigentlich zwei Sitze brauchte. Und ich sitze da und der Mann, hat wahrscheinlich ein bisschen gesponnen oder sonst hat nicht was gestimmt mit dem, war nicht alles im rechten Kopf. Der hat sich da hingeworfen, dass fast das ganze Ding umgefallen ist. Und dann saß er dahin, den einen Arm hier, den anderen dort, sodass der Nachbar drüber und ich, wir hatten praktisch keinen Platz mehr, nicht? Der hat seinen Arm hier auf meinen Bauch gehabt. Und was mache ich jetzt, nicht? Und dann habe ich natürlich jetzt gedacht, dann habe ich einen einzigen Augenblick gedacht, der braucht dein Gebet, halt's aus. Und natürlich das Erste, wo dann anfangen, und dann war ich natürlich, dann war es natürlich aus. Und dann kam gerade die Stewardess, dann habe ich gefragt, kann ich einen anderen Sitz haben? Ich habe mich gleich da weggetan, hat er sich wälzen können in diesen zwei freien Sitzen und ich hatte auch meine Ruhe. Aber ich bin der ersten Inspiration natürlich nicht gefolgt. Sehen Sie, das war so ein kleines Ding, wo ich natürlich ganz, jetzt ist es weg. Ne? So, selbstverständlich. Es ist immer so bei uns. Aber sehen Sie, das Schöne, was man da sieht, ist, dass hin und wieder mal einer dann kommt, dann macht man mal so die ganze Zeit so und auf einmal, was ist denn das? Oh, interessant. Und das ist dieses Fädchen und dann fängt man an zu ziehen. Das hört gar nicht auf. Das ist ja kein Spinnennetz, das ist ein Faden. Dann zieht man und zieht man und zieht. Das ist ja wunderbar. Menschen, das klingt ja sehr herrlich. Und der Faden wird immer dicker, wird ein kleines Schnürchen und immer noch mehr und immer noch mehr. Und es wird immer noch größer und immer noch größer. Und einfach steht vor uns eben der Heiland oder die Mutter Gottes, der den Faden auf der anderen Seite hält, nicht in die Schnur. Das bedeutet, es ist ein bisschen dumm gesagt, ich verstehe es, aber schauen Sie, das ist genau ein Mitwirken mit der Gnade, die kommt, ein ganz kleines Ein, und dann geht man da mit, zum Beispiel, verstehen Sie, es geht so weit, zum Beispiel, ganz, sehr oft geht es so, jemand bekommt ein Flugblatt, das Flugblatt, das schmeißt du in eine Ecke, und trotzdem sagt man, guck's mal an, wenn er es nicht anguckt, ist es vorbei, aber guckt's an, dann guckt es an, das ist der Faden, nicht, dann fangt er sogar an zu lesen, da ist das ein schönes Bild, ja, ohne dass es merkt, nicht? Und dann liest er den Flugblatt, und dann sieht er hier www.info Militia Immaculata. Und dann kommt ein ganz großer Schritt, da drückt er da drauf, und dann kommt die ganze EMI-Seite. Und dann fängt er erst recht an zu lesen und interessiert sich dafür. Und wenn er dann weitergeht und lässt nicht nach bis am Schluss, dann findet er den Heiland oder die Mutter Gottes. Das ist so das Datenwirken. Und so ist es natürlich dann, dass wir meistens nach einer gewissen Zeit müde werden und dann den Faden trotzdem wieder wegschmeißen. Nach einer gewissen Zeit, wenn wir mal mitgegangen sind, und dann hört man dann wieder auf. Viele Menschen sind ein bisschen für das Religiöse interessiert, aber bis zu einem gewissen Grad, und dann lassen sie es und dann verlieren sie es leider wieder, bis der nächste Faden dann kommt. Und jetzt ist es so, dass Maria, wenn sie in unser Herz kommt, sie ist ja die Mittlerin der Gnaden. Sie wird nun diese Fäden kommen und sie mir vor die Augen gucken. Mein Kind, guck mal den Faden. Und dann werde ich ihn nicht so einfach, weil es die Mutter mir gibt. Und jetzt sehe ich das und es gibt sie, ah ja, hast recht. Und dann, das bedeutet mit anderen Worten, dass eben die Mutter Gottes eben wie das Herzschlagen eben unseren Alltag durchdringt. Und das, was wir aus reiner Gewohnheit und Routine immer tun, plötzlich in anderem Licht sehen. Plötzlich sehen wir die Dinge mit anderen Augen, mit den Augen der Mutter Gottes. Wir fühlen die Dinge mit dem Herzen der Mutter Gottes. Das ist die Umwandlung. Ganz langsam, aber sicher, geschieht etwas in uns, wo wir immer weniger die Dinge sehen, wie die Welt sie sieht. Auf einmal fällt mir ein, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Oder lese ich etwas, sehe ich eine Situation, eine schwierige Situation, dann fällt mir ein, ja, die Mutter Gottes in Fatima hat ja gesagt, betet und opfert. Und jetzt will ich das mal zum Opfer bringen. Was ich sonst vorher ganz selten getan habe, tue ich immer öfter.
Verstehen Sie? Und das sind diese vielen aktuellen Gnaden, die der Herr uns tagtäglich jetzt viel ununterbrochen schenkt. So werden wir mehr und mehr bereit sein, mit diesen Gnaden mitzuwirken oder diese Gnaden in unser Leben hineinzubringen. Und dann wird dieser dumme kleine Akt oder dieser Gedanke oder dieses Wort, das ich spreche oder dieses kleine Werk, das ich tue, das hat das Werk, wie wenn Sie ein altes Auto kaufen, ein uraltes Auto, und das gerade noch fährt, nicht? Und diesem Auto, und auf einmal mit diesem Auto, das hat nicht viel Wert, aber in dieses Auto werden Sie plötzlich einmal 2 Tonnen Gold reinlegen, nicht? Und auf einmal wird natürlich der Inhalt dieses Autos unsagbar wertvoll, obwohl dieses Auto nur eine alte Kiste ist. Insofern ist es so, dass eben unsere menschlichen Akte in sich lächerlich und klein sind und nichts. Was bedeutet schon, eine Stecknadel aufzurücken? Was bedeutet es schon, eben die Kloschüssel zu putzen oder nicht zu putzen? Was bedeutet schon, sein Bett zu machen? Was bedeutet schon, in sein Zimmer aufzuräumen? Quatsch nicht, das ist so. Also wissen Sie, ich bin da kein Vorbild, das ist so wissen. Ne? Vorbild ist Maximilian Kolbe. Wenn Sie sein Bild haben, wo in seinem Büro ist, da liegen die Papiere auch überall rum. Deshalb bin ich sehr glücklich, in solchen Vorbilder zu haben. Nicht? Aber natürlich ist es nicht so, es ist nicht ganz das dann. Aber sehen Sie, so haben wir in unserem Leben, leben wir in diesen tagtäglichen Banalitäten und könnten so viel Gutes draus machen. Denn wenn ich dieses kleine Zeug aus Liebe tue, dann werde ich Gott eine große Ehre bereiten. Dann werde ich hier diesen Augenblick so leben, wie Gott will. In diesem Augenblick wird mein zukünftiger Platz im Himmel vergrößert, meine Zeit im Fegfeuer vermindert und zusätzlich noch, als weiß ich nicht, wie viele Seelen eben auf den wahren Weg und vielleicht sogar gerettet zu werden. Durch einen solchen kleinen Akt. Durch ein solches kleines Stoßgebet hier oder da. Durch ein kleines Öpferchen gebracht hier oder dort. Sehen Sie? Und das beginnt dann langsam aber sicher mein Leben zu durchdringen. Und das ist ganz wichtig. Also wenn wir unser alltägliches Leben im Lichte dieser Gnadenlehre betrachten, dann wissen wir, dass außer der heiligen Gnade uns verschiedene aktuelle Gnaden gegeben werden, helfende Gnaden, die unserem Akt vorausgehen, ihn begleiten und zur Vollendung führen und so Gott würdig machen. Das Nichts wird auf Gottes höchste Ebene gestellt und bekommt einen Ewigkeitswert. Und dieser Ewigkeitswert ist, dass er Gott wohlgefällt, und somit habe ich Jesus getröstet. So habe ich Gott einen Wohlgefallen gemacht, so habe ich der Mutter Gottes Freude bereitet. Es gibt nichts Schöneres, als das zu tun, wenn man jemandem liebt und nicht dauernd beleidigt und nicht immer nur den Rücken gezeigt. Das ist schon mal etwas ganz Großes. Aber dann habe ich dadurch meine Verdienste. Dadurch darf ich eben selber wachsen an Kraft und Gnade. Deshalb bekomme ich durch diesen kleinen Akt mehr Licht, mehr Kraft, mehr Freude, mehr Friede, den ich sowieso selten habe. Das wird geschehen in dem Augenblick, wo ich solche Akte hinaufhebe von dem banalen, täglichen, routinemäßigen Nichtsdenken als hingegeben zu Gott, wenn die Gnade dabei ist. Und deshalb braucht es da gar nicht viel. Es braucht eben nur das, dass es aus Liebe getan wird. Aus Liebe kann ich es tun, wenn ich mich mit der Mutter der schönen Liebe verbinde, die uns eben diese Liebe wie gleichsam den Herzschlag schenkt. Wenn das Herz Maria in meinem Herzen schlägt, kriegt jeder Herzschlag meines Herzens eine Fülle von Liebe in jeder meiner 86.400 Sekunden im Tag. Das ist es, was das Leben des Menschen im Alltag ändert. Und das ist, was uns am meisten fehlt. Das ist jetzt ganz konkret Herz Maria Andacht. Nicht nur ein paar Gebete, die Weihe, sondern eben dieses ganz konkrete Leben im Herzen Mariens. Verstehen Sie? Das ist ganz, ganz wichtig. So, nachdem wir das gesagt haben, möchte ich noch einen kleinen bisschen anderen Aspekt betrachten. Wir haben gesehen, die Verbindung Mariens mit dem Heiligen Geist, dass das unbefleckte Herz Mariens eben vom Heiligen Geist geformt worden ist und besonders am heutigen Fest des Heiligen Geistes eben wir ganz klar gesehen haben, dass diese Größe des Herzens uns hervorleuchtet als die Braut, als das Heiligtum, als das Gefäß des Heiligen Geistes, als eben die Gegenwart des Heiligen Geistes in dieser Welt und so weiter. Nun ist es aber noch etwas ganz Besonderes, dass wir eben
mit diesen Heiligen, besonders dem heiligen Jean Eudes, dem heiligen Franz von Sales, dem heiligen Claude de la Colombière und vielen, vielen anderen Heiligen, auch der heiligen Theresia vom Kind der Jesu und nicht zuletzt mit unserer lieben Frau von Fatima entdecken. Und zwar diesmal möchte ich sprechen über die Verbindung des Herzens Jesu zum unbefleckten Herzen Mariens. Schauen Sie, wir haben jetzt doch sehr viel gesprochen über das Herz Mariens. Sie haben in diesen Exerzitien vielleicht noch einmal einen vertieften Zugang zu diesem großen Geheimnis Herz Mariens gewonnen. Was aber eigentlich das Thema des ganzen letzten Jahres war, dass uns Fatima vorgestellt hat, wo das ganze Zentrum immer die Liebe Mariens, der Mutter, der Königin ist, die ihr Herz uns schenkt und durch dieses Herz wir zu Gott gehen und Gott zu uns kommt, wie ich es eben gerade erklärt habe mit der Vision von Tui. Das kennen wir. Wir kennen aber auch die Herz-Jesu-Verehrung. Wir wissen, dass das Herz-Jesu-Verehrung schon alt ist, dass bereits die großen mittelalterlichen Mystiker, gerade in Deutschland, das Herz Jesu verehrt haben, nämlich die Seite Christi, die Liebe Christi, die aus dem Herzen, aus der durchbohrten Seite kommt, die heilige Mechthild, die heilige Gertrud, die große Gertrud, wie wir sagen, und dann eben die großen Heiligen, wie der heilige Bonaventura, alle diese über die Liebe Christi, die aus seiner durchbohrten Seite kommen. Hier ist es wiederum, das ist die französische Schule, Kardinal Berulle, Franz von Sales, Claude de la Colombière und heilige Jean Eudes, die jetzt wegweisend sind, um die Herz-Jesu-Verehrung uns verständlich zu machen. Eben wieder gesagt, das Herz ist der Sitz der Liebe, das Herz ist das Zentrum des Seins und wenn Jesus Christus sein Herz uns eröffnet, eröffnet uns die ganzen Tiefen Gottes. Alles, was Gott der Welt schenken konnte in der Tiefe, das ganze Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit, das man das Herz Gottes nennt, das tiefst Verborgene, wird eben hier sichtbar als das Herz Jesu und uns zugänglich, das sich uns schenkt. Und dann kommt eben bereits der große Moment, wo Jesus sein Herz wirklich zeigt und das geschieht in Paralemonial, der heiligen Margarita Maria Alacoque. Und dann in diesem Augenblick beginnt ja die berühmte klassische Herz-Jesu-Verehrung mit den Herz-Jesu-Freitagen, weil diese Verheißungen so wunderbar sind, mit dem Herz-Jesu-Fest, das extra eingerichtet wird und dann die berühmte Intronisation. Intronisierung, Deutsch heißt es Thronerhebung, nicht? Und dann das Herz Jesu, das sind die ganzen Weisen, die wir ja alle gut kennen und die auch vielleicht in einer ganz einfachen Weise von uns sicher allen gelebt werden. Das ist das Schätzen, dass wir einmal im Monat ganz besonders das Herz Jesu lieben, ehren. Das ist der berühmte Herz Jesu Freitag. Und einmal im Jahr einen ganzen Monat, das ist der kommende Herz Jesu Monat im Juni. Und dann haben wir von der Kirche dieses schöne, herrliche, des Herz-Jesu-Fest, aber dann auch ein bisschen später das Fest des unbefleckten Herzens Mariens. Wir haben nun auch das Schöne, dass wir den Herz-Jesu-Freitag haben, gleich danach den Herz-Maria-Sühne-Samstag, sodass beide Herzen uns nebeneinander gestellt eben in ihrer Schönheit, Größe und Tiefe jeden Monat mindestens einmal zur Betrachtung vorgestellt werden und zur Quelle unserer Heiligkeit und unserer Bekehrung und unserer Heiligung. Das ist sehr, sehr wichtig. So, und jetzt kommt aber noch was anderes. Wir sehen meistens die Herzen, das Herz Jesu hier, das Herz Maria dort. Jetzt haben Sie schon einmal das Emblem unserer MI gesehen. Da sehen die beiden Herzen in eins. Die beiden Herzen in eins und haben Sie mittendrin die MI. Und das ist genauso auch das Emblem der Priesterbruderschaft, wo beide Herzen zusammen gleichsam in eins kommen. Das nennt man das Geheimnis der vereinten Herzen Jesu und Marie. Und das ist nicht nur heute Herz Jesu, morgen Herz Mariens, sondern ein besonderes neues Geheimnis. Das ist die Vereinigung von beiden. Die vereinten Herzen Jesu und Mariens sollen uns jetzt noch einmal einen tieferen Blick geben in das, was das Geheimnis Mariens ist. Das Herz Mariens ist im Grunde nichts anderes, sagt der heilige Jean Eudes, als das Herz Jesu. Warum? Weil wenn sich Maria ganz dem Himmel öffnet, wenn der Heilige Geist ganz seine Gaben schenkt, in dem Augenblick kommt das ganze Leben Gottes in sie hinein und in diesem Augenblick geschieht das Wunder, wie ich es Ihnen schon erzählt habe, dass Maria hingeordnet wird und vereint wird mit einer einzigen Person. Sie wird Mutter Gottes, sie wird die Mutter Jesu und von diesem Augenblick an ist Jesus alles für sie.
Jesus wird alles für sie und so sehr wird Jesus alles für sie, dass ihr Herz dafür vom Heiligen Geist gebildet wurde. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gleichsam schweben über das Geheimnis Mariens. Und im Augenblick der Empfängnis entsteht die Person Mariens und ihr unbeflecktes Herz. Das Herz Mariens beginnt zu schlagen, weil es vom Heiland, von der heiligsten Dreifaltigkeit in so ungeheuerlicher Schönheit geschaffen worden ist, wie kein anderes Herz. Ganz dem Herzen Gottes gleich, weil rein, völlig frei, ohne Sünde, voll von der Liebe Gottes, vom Heiligen Geist. Und nun kommt der Tag, wo der Engel erscheint und eben Maria einlädt, ihre große Berufung zu verwirklichen, für die sie Gott geschaffen hat. Mutter Jesu Christi zu werden, Mutter Gottes zu werden. In dem Augenblick, wo sie Ja sagt, wird das Wort Fleisch. Und nun wird das Herz Jesu vom Heiligen Geist im Schoße Mariens gebildet. Das Herz Mariens gibt sein Herzblut sozusagen, um das Herz Jesu zu stiften. Der Jesus Christus wird seiner Mutter in Ewigkeit Dank sagen, dank dir habe ich mein heiligstes Herz. Das heiligste Herz Jesu ist das Herz von ihrem Herzen, das Blut von ihrem Blut und von keinem anderen, weil sie ja die einzige, die Gebärerin ist. Es gibt keine andere menschliche Ursache, Jesus, keinen menschlichen Vater. Es ist eben der Heilige Geist. Und so sehen wir nun, dass Jesus Christus, wenn sein heiligstes Herz, das ja eben der Ausdruck der ganzen Fülle Gottes auf Erden ist, ihr werdet mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden, so hört die Lesung zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu auf, dass dieses Herz Jesu gebildet vom Heiligen Geist eben seine Existenz mit dem Heiligen Geist der Mutter Gottes verdankt. Jesus wird seiner Mutter unendlich dauern und wird dieses Herz seiner Mutter so grenzenlos lieben, weil sein eigenes Herz dank dieses Herzens und dieser Liebe dieses Herzens existiert. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, von Anfang an die innigste Verbindung beider Herzen. Herz Jesus schlägt, weil die Mutter Gottes es ihm gegeben hat, sozusagen. Aus diesem Grund schlägt dieses Herz Jesu in unendlicher Dankbarkeit. Vom ersten Augenblick, wo das Herz Jesu zu schlagen beginnt, ist es ein Schlagen von Dankbarkeit, von Liebe, von Hingabe an das Herz Mariens. Denn dank diesem, wie ein Kind sagt, dank seiner Mutter, Mama, dank dir lebe ich, existiere ich. Dank dir, so sagt Jesus, dank dir habe ich dieses mein Herz. Dieses heiligste Herz, das für Jesus natürlich das Wichtigste ist, um jetzt sich den Menschen zu offenbaren, zu schenken. Und nun beginnt eine ungeheure, geheimnisvolle eben Zirkulation, wenn man so sagen kann. Die Zirkulation ist ein Hin und Her, ein Geben und Empfangen. Die Mutter Gottes, Maria, mit größter Freude und mit übermäßigem Glück empfängt nun diese Botschaft, diesen Blick ihres Sohnes, der voller Dankbarkeit ist, der ihr gleichsam, so wie er schon später der Margarete Maria sein Herz zeigt. Und jetzt zeigt er seiner Mutter und sagt, das habe ich von dir. Oh Mama, oh Mutter, ich bin dir unendlich dankbar dafür. Und Maria sieht das und empfängt nun dieses Herz in ihrem Herzen, weil Maria ja ganz für Jesus lebt, ganz in ihm lebt und tatsächlich sein Herz im Herzen Maria tatsächlich schlägt während 9 Monate, sogar physisch. Aber als Jesus dann geboren wird, wird sein Herz in Maria nicht aufhören zu schlagen. Mit anderen Worten, Jesus wird immer, immer, immer ganz und gar mit Maria verbunden sein. Und das ist nun die schöne Lehre und die Spiritualität des heiligen Johannes Eude, Jean Eude, der eben uns klar sagt, eben, dass das Schönste in Maria ist, dass sie ein dreifaches Herz hat. Sie hat ihres Herz von Fleisch, sie hat dieses geistige Herz, das das Zentrum der Persönlichkeit ist. Und dann hat sie von vornherein, von diesem Augenblick an, als Jesus eben in ihr empfangen und dann auch getragen, 9 Jahre und dann geboren wurde, ist das göttliche Herz. Das göttliche Herz ist in Mariens Herz so sehr, dass Maria Herz gar nicht existieren kann ohne die Anwesenheit und das Durchdrungensein vom göttlichen Herzen. Das ist etwas Wunderschönes. Mit anderen Worten darf man Jesus und Maria nie voneinander trennen. Das ist die erste Folgerung dieser geeinten Herzen.
Wo das Herz Maria auftritt, ist immer das Herz Jesu da. Und umgekehrt, wo das Herz Jesu auftritt, ist immer das Herz Maria da. Es ist nicht so, dass ich ununterbrochen daran denken muss. Aber wir müssen sagen, dass diese beiden Herzen so verbunden sind, dass man sagen kann, der Jesus sieht, sieht Maria. Und der Jesus liebt, liebt Maria. Und der eine Andacht zu Jesus hat, hat notigerweise eine Andacht zu Maria. Jesus und Maria sind die großen Pfeiler unserer christlichen Religion. Die beiden Quellen allen Segens, den wir bekommen. Und diese beiden Quellen sind eine einzige Quelle. Sie sind so vereint, dass man sie fast gar nicht unterscheiden kann, obwohl sie beide ganz verschieden sind, weil Jesus das göttliche Herz ist, mit der göttlichen Person und Maria nur ein geschaffenes Herz. Aber so durch den Willen Gottes vereint, dass wo immer man hinschaut, sieht man das eine im anderen und das andere in einem. Und deshalb sagt er, sie sind so sehr miteinander verbunden, dass es so etwas nie mehr in der Geschichte gibt. Nun, in der Geschichte haben wir nach dem heiligen Franz von Sales eine solche Erfahrung, dass nach dem Willen Gottes zwei Menschenherzen tatsächlich sich vereinen können im Geiste. Das ist, wenn zwei Menschen sich wirklich tief lieben. Die tiefste Liebe vereint die Herzen. Deshalb sagt der Geliebte zum Geliebten, ich schenke dir mein Herz. Du bist in meinem Herzen. Nimm mein Herz. Mein Herz gehört dir. Und deshalb schickt der Verliebte seiner Verlobten und Verliebten einen schönen Brief, nicht mit einem Glotz oder mit irgendeinem Bleistift, sondern mit einem schönen roten Herzen und meistens noch einen dicken Pfeil durch. Nicht? So ist es nämlich. Ja? Dieses Herz ist verwundet von Liebe. Ich liebe dich über alles. Aber das Herz ist sogar in den neuen Mobile-Phones noch gegenwärtig. Nicht? Also das kriegt man nicht weg. Weil es ein Symbol ist, da kann man nichts machen. Nun, seht, und das ist eine ganz wichtige Sache. Aber das gehört noch weiter. Schauen Sie, das ist sehr interessant. Das ist nämlich das, was Maria möchte. In Fatima und überall andere will sie uns nicht bei sich selber behalten. Sie möchte nicht, dass wir sie anbeten. Sie möchte nicht, dass wir uns zu sehr, würde ich so sagen, auf sie zu konzentrieren, sondern dass wir das Tiefste ihrer selbst finden. Und das Tiefste ihres Felses ist nicht sie, sondern ihr Sohn, das heiligste Herz Jesu. Maria will uns immer zu Jesus führen, immer. Und sie, das Schönste, was wir in Maria entdecken können, ist, dass in ihr das Herz Jesus schlägt für uns. Wenn wir vorher gesagt haben, wir nehmen das Herz Maria in uns auf und versuchen, unser Herz, ihrem Herzschlag, dem gegenüber eben anzugleichen, dann ist es nur um eine Sache, um Jesus in unser Herz zu bringen. Ein Beispiel, die Heilige Kommunion. Hier sehen Sie es ganz klar. Wenn du zur Heiligen Kommunion gehst, mit deiner tiefen Gläubigkeit, mit deiner unendlichen Ehrfurcht und mit deiner tiefen Konzentration und mit deiner Demut und Andacht, die seinesgleichen sucht, ja. Dann gehst du zur Heiligen Kommunion und dann überleg dir mal, was das wird, nicht? Also du gehst noch einigermaßen zur Kommunion, hältst die Hände gefalten, nicht wahr? Und nach der Kommunion, was kommt dann? Nicht, Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Warum schnarcht er so? Ja? Oh, mein Heiland, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Der Pater ist aber langsam heute. Und so weiter und so fort. Das heißt, alles stört und alles ist zerbrechlich. Und unsere Liebe von, über alles von Jesus ist sowas von lächerlich, dass wir praktisch nach 2 Minuten schon eingeschlafen sind, dass wir unbedingt das berühmte dicke Buch brauchen und uns dann aufregen, wo sind denn diese Gebete da, nicht? Dass man irgendwas zusammengebetet kriegt, nicht? Weil man schließlich nach der Kommunion was tun muss, sonst sieht es ja schlecht aus. Ja, das ist unsere Kommunion. Ja. Und aus diesem Grund, meine Lieben, ich meine, bei Ihnen sicher nicht so, aber bei mir manchmal schon, wenn ich es ehrlich sage, nicht? Aber aus diesem Grunde sehen Sie, meine Lieben, da muss man irgendwas tun. Jetzt schauen Sie, das ist jetzt das. Aber das Herz Jesu, das eucharistische Herz Jesu, der Heiland, der soll jetzt, woher soll er? In diese Räuberhöhle reinkommen? In dieses versumpfte Loch, wo also wirklich, das ist ja schlimmer, wie die, wo Jesus ins Grab gelegt wird. Hier ist sowieso alles kalt, alles leer und alles sumpfig und alles. Ich meine, ich kann mit dem Heiland am Morgen, wenn ich zur Heiligen Kommunion gehe, immer nur meine unzähligen Fehler, Sünden und Nachlässigkeiten bringen. Das sagt man die Kirche nicht. Innumerabilibus, unzählig. Beim Offertorium. Und das bringe ich meinem Heiland. Und ich weiß ja genau, was bei der Kommunion geschieht. Meine fürchterliche Zerstreutheit und alles. Ich sage Ihnen eins. Jetzt laden Sie das Herz Maria ein. Maria, die Königin.
zusammen mit allen Heiligen und Engeln. Die hat sie alle unter ihrem Mantel, also die brauchen nicht viel Platz in ihrem Herzen, wenn die Mutter Gottes da sind. Selbst wenn sie Billionen sind, die sind alle da. Und jetzt laden sie Maria ein, die Königin, dass ihr kleines Herz gleichsam im Herzen Maria verschwindet. Und jetzt kommt Jesus. Wenn Jesus kommt in ihr Herz, wird er empfangen von der größten Liebe, der größten Freude. Es ist nichts Größeres, als vom Herzen Maria empfangen zu werden. Es ist alles darin. Es ist die Heiligkeit aller Heiligkeit. Es ist die Wonne aller Heiligen. Es sind alle Blumen zusammen, dieses Blumenbeet und dieser Blumenstrauß, der kein Ende hat. Alles das wird im Gebet vom unbefleckten Herzen Mariens. Mensch, meine lieben Freunde, ich bin überglücklich, wenn ich also bei der Heiligen Kommunion so ganz klein um mich am tiefsten Saum da beim Mutter Gottes verschwinden kann, wie eine kleine Mücke, dann mich da untersetzen kann und wenn Jesus Christus von seiner Mutter in meinem armseligen Herzen empfangen, unendlich geliebt, angebetet wird von allen Engeln und Heiligen, da bin ich richtig froh. Ja? Das ist eine gute Kommunion. Das ist ja alles besser, der Heiland ist zufrieden, weil er hier eben nicht meine Armseligkeit findet, sondern seine Mutter und alle Heiligen drin auch. Das ist die Anwendung auf das, ganz einfach. Weil das Herz Jesu, wenn Jesus in mich hineinkommt, will er nicht ohne Maria kommen. Aber ich kann auch Maria nur noch sehen, sie bringt Jesus in mich hinein. Das ist das. Wenn wir jetzt verstehen, was wir die ganze Zeit gesagt haben vom unbefleckten Herzen Mariens, was sie für uns sein will, ist es genau das, was eben sie vorbereitet. In dem Augenblick, wo ich diese Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen pflege, in welcher Andacht übrigens gerade die Sühnekommunion mittendrin steht, wie wir schon gesagt haben am Anfang, und wenn ich eben so Maria Platz mache und Kind Maria wäre und sie in mir aufnehme und ihr Licht und ihre Liebe in mir Platz findet, immer mehr durch meine Stoßgebete, durch meine Bemühungen, in dem Augenblick findet der Heiland den schönsten Palast in mir, eben den ich aus mir nicht habe, aber den Maria mir schenkt. Oder mit dem heiligen Ludwig Maria Grindemann vor, nicht wahr? Wenn der Heiland kommt, und deshalb sind wir ja auch so neuralgisch gegen die neue Messe. Herr, wir bringen dir die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Hey, hier, bitte sehr, kriegst du meine Geschenke, ne? Kriegst du meine ganzen herrlichen Werke. Menschenskind, das ist alles so Quatsch. Vor Gott ist es wirklich nichts. Wenn ich bringe nur meine Armseligkeit, was ich dem Herrgott bringe, das ist eben dem ewigen Gott beim Offertorium, das ist der Fleisch, das Fleisch und Blut und die Hingabe seines eigenen Sohnes. Und in diesem Sinne sollten wir auch eben gerade daran denken, das, was wir Gott darbringen können, was wir selber, wir sind nichts. Wir sind gar nichts. Und jetzt kommt dieses Wunder, die Maria, die Mutter Gottes, gibt uns ihr Herz, nimm's. Und jetzt darf ich sie in mich hineinnehmen. Und Ludwig Maria Grindemann-Voss sagt jetzt, wenn du ohne sie kommst, dann bist du wie ein Bauer, der eben zu seinem Herrn kommt und muss seine Früchte abliefern. Und seine ganzen Früchte, da bringt er einen halbfaulen kleines Äpfelchen. Lieber Herr, ich bring dir die Frucht meiner Arbeit. Ich bring dir die Frucht meiner Mühen. Hier, bitte sehr, ich habe viel geschafft. Hier kriegst du deinen halbfaulen Apfel. Ich würde dir sagen, also wenn du jemanden hast, dem du einen riesigen Schatz gegeben hast und große Felder und alles Mögliche und fragst ihm, könntest du vielleicht einmal im Jahr mir ein bisschen davon bringen und vielleicht als Zeichen, dass du mich schätzt und am Ende vom Jahr bringt er mir einen faulen Apfel, dann kannst du sich vorstellen, was sie sich wohl dabei denken. Und das bringen wir dem Herrn. Wir haben auch alles nur faules Zeug, was wir da bringen. Unsere zerstreuten Gebete und die sind noch zusammen viel Egoismus und weiß ich was alles, das hat ja wenig Sinn. Und nun sagt Grignan vor, wenn wir Maria einladen, in uns hinein, ihr Herz in unserem schlägt, ihre Liebe in uns sich breit macht, dann kommt sie natürlich mit ihrer herrlichen Früchten, ihrer Liebe und Hingabe. Und dann kommt sie, was tut sie? Sie tut zwei Dinge. Das erste ist, sie setzt meinen kleinen, dummen, faulen Apfel in die Mitte ihrer herrlichsten Früchte. Und in diesem Augenblick geschieht schon etwas, was sonst nicht geschieht. Gerade das Gegenteil. Wenn Sie einen faulen Apfel inmitten von frischen Früchten setzen, dann werden die alle faul mit der Zeit. Aber in diesem Fall ist genau das Gegenteil. Der Kontakt mit Maria reinigt. Haben Sie es nicht schon erlebt, wenn Sie mal zerstreut waren, wenn Sie mal missmutig waren, wenn Sie mal versucht waren? Sie haben Maria angerufen, dann wurde alles wieder ruhig. Sofort. Wenn die Mutter Gottes angerufen haben, dann geht die Versuchung vorbei. Dann schöpft man wieder neuen Mut.
Ich habe das schon so oft an mir selber erlebt und viele Menschen haben gesagt, Herr Pater, ich danke Ihnen so, letztes Mal haben Sie mir das gesagt, Sie, wenn du reingefallen bist, selbst in eine tiefe Sünde, sofort zu Maria. Das hat mir die Kraft gegeben, sofort wieder aufzustehen. Sonst wäre ich monatelang oder wochenlang im Dreck liegen geblieben. Das ist die Mutter Gottes. Sie ändert das. Das faule Äpfelchen nach und nach wird sogar mit der Berührung ihrer reinsten Früchte wieder rein. Das wird zwar nicht viel größer und nicht viel besser, also nicht viel schöner, aber wenigstens wird es rein. Und was aber das Schöne ist, dass im Augenblick, wo wir zum Heiland kommen, eben unsere liebe Frau, da sie mit mir vereint ist und mit dem Heiland vereint ist, ihm für immer eben ihre Früchte ihrer Liebe schenkt. Und mit dieser Liebe haben sie, mein Sohn, wir haben dir ein Geschenk. Und du wirst fragen, was? Wie? Wir? Ja, wir. Ja, ist die 100.000 herrlichen Früchte unserer lieben Frau plus meinen kleinen Apfel. Und das sind unsere Früchte. Und der Heiland wird aus meinen Händen dieses Ganze, das alles annehmen, wie ich ihm das, wie wenn ich ihm 101.000 Früchte geschenkt habe. 100.000 von deiner Mutter und den einen von mir. So nimmt der Herr alles an, wenn es durch Maria geschieht. Sehen Sie, es ist so, so groß. Also, meine lieben Freunde, die vereinten Herzen Jesu und Mariens sollen uns doch dahin bringen, immer Jesus und Maria zusammen zu sehen. Immer vom einen zum anderen zu gehen. Wie zum Beispiel, Sie können anfangen, wo Sie wollen. Sie können besonders zu Mutter Gottes gehen und sagen, liebe Mutter, meine Mutter, o Himmelsmutter, gib mir dein Herz, dass ich mit deinem Herzen Jesu liebe, dass ich mit deinem Herzen eben mit meinem Nachbar spreche, mit der Freude, mit der Liebe deines Herzens dieses Opfer trage oder dieses Leiden trage. Dann trage ich es auch. Und dann eben bringt die Mutter Gottes und dann mach mit mir, was du willst. Dann wird die Mutter Gottes das tun. Sie nimmt dich in ihr Herz und da ihr Herz Jesu mit Jesu verbunden wird, wird dieses dein Herz ins Herz Jesu sofort reingelegt. Das ist so ungefähr wie eben ein kleines Spiel. Wir nehmen das Jesuskind, das ist jetzt die heilige Teresa vom Kind der Jesu und die Mutter Gottes. Jesus ist 4 Jahre alt und die Mutter Gottes, die spielen miteinander. Und der Ball, der hin und her geht, das ist dein Herz. Seht, und so sieht's aus. Die Mutter Gottes spielt dem Heiland, jupp, dein Herzchen zu, der Heiland nimmt es, oh, ist schönes Gesell, küsst es und schickst es der Mutter zurück. Ding, 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 ding. Also, ich meine, wie das heißt, das ist nichts anderes als etwas ganz Hohes, Mystisches, das natürlich ein bisschen sehr kindlich dargestellt wird. Aber Gott sei Dank von der heiligen Teresa von Kind der Jesu auch, die sich eben als dieses Spielzeug des Jesuskindes eben sieht. Und dann, wissen Sie, das ist so schön, dass in dem Augenblick, dass ich eben das Herz Jesu, Jesus Christus, mein König, Christus, mein Herr, ich ihn eben zu ihm geschenkt werde, in sein Herz hineingelegt werde, aber von der Mutter Gottes. Und dann gehe ich umgekehrt, Herz Jesu, ich liebe dich, o heiligstes Herz Jesu, Quelle alles Guten, Herz Jesu, sanft und demütig von Herzen. Und die ganze Herz Jesu Verehrung, die ich dann nehme und im Herzen Jesu eben Maria kennenzulernen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Es gibt hier einen ganz großen Meister, der Ihnen viel helfen kann in diesem Sinn. Das ist der Pater Emil Neubert. Und der heißt Mein Ideal, Jesus Mariens Sohn. Und dieser Mann hat in ganz, ganz einfacher Weise, dieses Buch wird in allen Sprachen übersetzt, eben dieses weitere Verhältnis der vereinten Herzen Jesus und Maria in wunderbarer Weise dargestellt und uns gezeigt, dass Jesus mich lehrt, Maria zu lieben. Verstehen Sie? Bisher habe ich gedacht, ich muss Maria lieben, Maria lehrt mich, Jesus zu lieben, dann hat man es. Das ist nicht so. Wenn ich einmal diesen Weg gegangen bin und ich bei Jesus angelangt bin, dann kommt der Heiland, der Herr des Himmels und der Erde und sagt, jetzt gehst du in meine Schule, jetzt lernst du mal Maria zu lieben, wie ich sie geliebt habe. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amen.